Tom's Talk Time, Folge 678. Suche dir frühzeitig und für jede Lebenslage einen Trainer oder einen Mentor. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein hier aus der Riesenmetropole Dubai und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die Karibik, genauer gesagt in die Dominikanische Republik nach Cabarete. Bei mir im Interview ist der Marco Fair. Marco, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, ja schön, dass ich dabei sein darf, ist mir eine große Ehre. Sehr gerne. Ich glaube, das wird heute wieder ein sehr sehr entspanntes Interview, ein sehr interessantes Interview, denn du hast nämlich wirklich eine sehr ungewöhnliche Karriere hingelegt. Du bist eigentlich, wie man es wahrscheinlich auch gerade schon am Dialekt so ein bisschen gehört hat, du kommst nicht direkt aus der Domrep, sondern eigentlich eher aus der Schweiz. Genau. Und du bist Bauleiter oder bist schrägstrich warst Bauleiter. Das heißt, du warst für die Gesamtkonzepte in der Schweiz an verschiedenen Bauprojekten als ja Verantwortlicher beteiligt. Aber seit 2019, also in 2019 hast du deinen Podcast gestartet, den Bauherren-Podcast Schweiz. Und hast dich dann knapp ein Jahr später entschieden, das wirklich hauptberuflich professionell zu machen. Und das ist auch der Grund, warum du jetzt zum Beispiel in der Domrep leben kannst, weil du einfach von überall auf der Welt arbeiten kannst und deine Kunden trotzdem nach wie vor in der Schweiz sitzen. War das so als grober Überblick über dich richtig? Ja, das war absolut richtig, ja, genau. Perfekt. War natürlich auch nur ein grober Überblick und ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen rechts und links von zu erzählen, wie sich das alles wirklich ergeben hat. Gib uns doch nochmal kurz ein paar Infos, bevor wir dann konkret jetzt ins Business einsteigen. Wer ist der Marco privat? Was hast du vorher so gemacht? Und genau, dann tauchen wir ins Business ein. Genau, also was habe ich vorher gemacht? Zuerst mal habe ich ja über dich, Podcast Meisterschule, das Podcasten lernen und lieben gelernt, hatte vorher natürlich einen anderen Podcast, der ging dann in die Persönlichkeitsrichtung, habe dann aber gemerkt, das ist nicht das richtige Ding für mich und habe den nach 60 Folgen dann eingestampft und dann irgendwie mir überlegt, ja, was kann ich jetzt machen, habe dann das Podcasten, meine Leidenschaft zum Podcasten verbunden mit meinem Bauexpertenwissen in der Schweiz und bin jetzt mit dem Bauherren-Podcast Schweiz ja seit ein bisschen mehr als einem Jahr online. Mhm. Der erste Podcast, wenn wir zurückgehen, das war 2018, meine ich, ne? 2017, 2018? Genau, genau. Mhm. Ja, Was war das? Das war, der hieß Projekt Traumfrau. Das war so, dass ich von einem meiner Mentoren gesagt bekommen habe, was kannst du sonst noch außer dem Bau? Und ja, ich hatte schon eine recht lange und glückliche Beziehung und von dem her hat sich das irgendwie angeboten. Also ein Männercoaching war sehr, sehr speziell. Da haben dann relativ viele Leute dann gedacht, ja, der Bautyp da macht jetzt einen auf Männercoach. Und das war dann schon sehr, sehr speziell. Schlussendlich, alle 60 Interviews waren sehr, sehr lehrreich. Ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen, aber trotzdem hat es mich nicht irgendwie voll erfüllt und ich wollte dann etwas anderes machen und darum habe ich gesagt, so stopp, cut und habe mich dann für das andere entschieden. Das ist natürlich auch eine ganz große Sache, die man daraus lernen kann oder ja, wenn man da dem einfach jetzt mal wirklich zuhört, wo du gesagt hast, du hast das angefangen, hast da 60 Folgen gemacht und ich meine, 60 Episoden zu produzieren ist ja auch schon einiges und dann das Ganze eingestampft. Das funktionierte eigentlich nur durch eine sehr klare Selbstreflexion, die man regelmäßig macht. Oder wie ist das bei dir passiert? Absolut.
ich habe ja dann irgendwann mal gedacht, ja, das ist nicht meins. Und wenn mich etwas nicht richtig begeistert, dann muss ich etwas ändern. Und schlussendlich war das danach irgendein Tipp dann noch von einem anderen Mentor, wo ich dann relativ schnell gesagt bekommen habe, du musst etwas ändern oder abschließen, um etwas Neues beginnen zu können. Mhm. Ja, das ist richtig. Der erste Podcast, das Projekt Traumfrau, war das von Anfang an auch was du als kommerzielles Projekt aufziehen wolltest, oder war das einfach nur so ein, sagen wir mal, so ein Hobby-Podcast? Kommerziell zu Beginn noch nicht. Irgendwann wollte ich es dann schon kommerzialisieren, auch mit den Amazon-Links oder sonstigen, mit meinem Coaching, das ich dann anbieten wollte. Amazon-Links hat irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht bin ich da auch zu wenig lang dran geblieben. Und mit dem Coaching, ja, wenn etwas nicht deins ist, dann irgendwie merkst du es, dass du nicht mit wirklich im vollen Herzen dabei bist. Und dann habe ich es gar nicht erst dann begonnen, ja. Aber eigentlich schlussendlich wäre es dann schon so gewesen, dass es für kommerziell nutzbar gewesen wäre, ja. Okay, ja, das ist auch interessant. Das heißt, du bist erst gar nicht in den kommerziellen Bereich reingegangen. Hast du denn Anfragen in die Richtung bekommen oder irgendwas anderes außer die Affiliate-Links probiert, in die kommerzielle Richtung zu machen? Nein, überhaupt nicht. Also es war rein, also ich habe sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Ja, vielleicht schlussendlich jetzt rückblickend war es so wie ein Lernprozess. Ich durfte sehr, sehr viel lernen und für das neue Projekt, was ich dann jetzt am Machen bin, ja, konnte ich mitnehmen, ja. War das für dich rückblickend irgendwo Zeitverschwendung, dass du lieber direkt mit dem Bauherren-Podcast angefangen hättest? Nein, überhaupt nicht. Also Zeitverschwendung ist es ja nie. Es kommt ja immer darauf an, wie du etwas siehst. Und die ganzen Gespräche mit den Leuten, die ganzen Vorbereitungen, auch von der Podcast-Meisterschule, wie man da Schritt für Schritt dadurch geführt wird, das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen, auch für den zweiten Podcast, diesen viel, viel schneller erfolgreich zu machen und dann auch zu monetarisieren. Ja, sehr schön. Also das ist eigentlich genau das Richtige, weil das sind halt viele, die auch immer sagen, wegen, ja, also die sich selber am Anfang so im Weg stehen, von wegen, ja, ich weiß nicht genau, mit welchem Thema ich anfangen soll und so. Und das sage ich auch so oft von wegen, Leute, es ist doch erstmal egal, fangt mit irgendeinem Scheißthema jetzt an, das hier aus den Platten kommt. Mhm. Und wenn man merkt, das ist halt nicht das Richtige, dann kann man ja immer noch nachjustieren. Und ich meine, da bist du ja wirklich das perfekte Beispiel für. Erst was gemacht, 60 Episoden durchgezogen, von Anfang an alles auch wirklich sehr professionell gemacht. Aber dann gemerkt, ist doch nicht meins, gehst dann in die andere Richtung und dann macht's bam, das Ding schlägt ein und ein Jahr später lebst du in der Karibik. Ich meine, wie geil ist das denn? Ja, es ist unglaublich und ich kann es immer noch nicht fassen. Also wenn du mir vor 2 Jahren gesagt hättest, du machst einen Podcast für das Bauen in der Schweiz, dann hätte ich dich wahrscheinlich ausgelacht. Wieso? Weil es zu diesem, also zum einen bin ich ja der Einzige in der Schweiz, der das jetzt so hauptberuflich macht. Auch in Deutschland kenne ich niemanden oder in Österreich auch nicht. Mhm. Es gibt viele Leute, die das nebenbei noch machen, aber so professionell nicht. Und die Baubranche ist natürlich eine Nische, sage ich jetzt mal. Also Leute, die sich den Podcast anhören, die sind wirklich sehr, sehr tief in diesem Thema drin oder möchten mehr erfahren zu Bauqualität, Kosteneffizienz und Termine einhalten. Ja, aber gerade das ist ja eigentlich das Geniale. Du hast ja mit dieser Thematik eine brutal spitze Zielgruppe und du versuchst halt eben nicht, wie das viele ja machen, die sagen, ja, ich will alle Menschen erreichen und glücklich machen und tralala. Mhm. Das ist halt Bullshit, das funktioniert nicht. Und du machst das halt absolut perfekt in eine kleine spitze Nische und das monetarisierst du.
Das ist so, und oftmals werden ja auch Podcaster an den Downloads gemessen, wo man sagt, ja, du hast jetzt 50, 100, 200.000 Downloads, das kostet so und so viel, aber schlussendlich geht es ja um die Zielgruppe. Welche Leute erreichst du? Genau, genau. Und das heißt, von der Monetarisierung her, wie kommt bei dir das Geld rein im Podcast? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich mir lange überlegt, und es war so, dass nach der 5. oder 10. Folge, da musste ich zu einem Unternehmer, ging ich dahin, habe das Interview aufgenommen, habe noch ein kleines Video aufgenommen, so ein Teaser, und irgendwann so nach der Veröffentlichung ruft er mich an und sagt, willst du denn nicht etwas für deine Podcasts verlangen? Und da habe ich ja gesagt, ja, was könnte denn das ungefähr sein? Ich wusste es ja nicht. Und da hat er mir gesagt, weißt, meine Tochter, die studiert Mediawissenschaften, und die hat gesagt, das ist ein super Ding, die Leute hören dir etwa eine halbe Stunde zu und du kannst dein Expertenwissen weitergeben, und das stärkt natürlich auch deinen Expertenstatus. Da hat er einen Betrag genannt, da habe ich ihn dann gefragt, ja, wie viele das er bezahlen würde. Er hat den Betrag genannt, und ich habe ihn dann gefragt, ob ich ihm dann die Rechnung zusenden darf. Er hat gesagt, ja, mach mal, und das war dann mein erster Kunde. Nicht schlecht, das heißt, der Kunde hat im Endeffekt wirklich aufgrund des Kunden hast du Geld verdient, weil er bezahlen wollte und du eigentlich das gar nicht auf dem Schirm hattest vorher. Ja, absolut, absolut richtig. Das ist ja mal mega geil. Also von solchen Kunden bräuchte man mehr, ne? Das ist so, und Ende 2020 habe ich mich dann entschieden, wirklich das professionell zu machen, weil ich bekam dann immer mehr Anfragen von in die Richtung, ja, ich habe ein super Produkt oder ich habe sehr, sehr viel Expertenwissen und das möchte ich in deinem Podcast teilen. Und bis dorthin hatte ich schon die eine oder andere Kooperation, aber nicht wirklich so auf dem professionellen Level. Und da habe ich gesagt, okay, Bauleitung ist etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, aber mit dem Podcast kann ich viel mehr Menschen erreichen und kann so die Bauqualität erhöhen, und es ist nachhaltig. Auf jeden Fall. Also, weil du bist dann im Endeffekt das Sprachrohr. Und du positionierst dich dann jetzt auch noch mal viel mehr als der Experte und gleichzeitig auch als der Networker, weil du bist dann im Endeffekt die Verbindungsstelle in diesem Riesennetzwerk zwischen deinen ganzen Interviewpartnern, die auch alle aus dem Baubereich kommen, aber wahrscheinlich auch alle wieder irgendwelche Spezialisierungen haben. Das ist absolut richtig. Und das große Thema ist, die Produkte sind sehr, sehr schnelllebig und vielfältig. Und als Ingenieur, als Bauleiter, Architekt oder als Bauherr hast du gar nie die Möglichkeit, über alle Dinge informiert zu sein. Und genau für diese Leute suche ich natürlich die kompetentesten Unternehmer, Experten, die besten Materialien suche ich raus, und über die sprechen wir dann. Das heißt, ist dein idealer Hörer der private Hausbauer oder ist das eher der kommerzielle Bauherr, der große Projekte, also keine Ahnung, Mehrfamilienhäuser, Einkaufszentren, Industrieanlagen oder sowas baut? Also zuallererst dachte ich ja, ich mache es ja nur für den privaten Bauherr, der sein Einfamilienhaus baut, darum auch der Bauherren-Podcast Schweiz und nicht der Investoren-Podcast. Hab dann aber gemerkt, weil es ja der einzige Podcast war, dass natürlich auch Investoren zuhören. Viele Unternehmer im Baubereich bekomme ich auch sehr viel Rückmeldung dazu. Architekten, eigentlich alle bauinteressierten Leute, welche so im Dachraum, speziell in der Schweiz, Wissen aufsaugen wollen. Okay. Gibt es da eine bestimmte Richtung, wo du sagst, das sind mehr aus diesem Bereich oder mehr aus dem Bereich, oder ist das wirklich so ein
kompletter Querschnitt aus allem? Ist noch schwierig zu sagen, denn weder Spotify noch iTunes kann dir genau sagen, wer deine perfekten Hörer sind. Ich bekomme viele Mails auch von privaten Bauherren, die sagen, ja, machen Sie auch Bauherrenvertretung. Jetzt natürlich nicht mehr. Die Leute kann ich dann weitervermitteln. Aber es gibt natürlich viele Architekten auch. Also ich würde sagen, es ist ein guter Mix aus allen Branchen oder aus allen Feldern. Und ich versuche ja, die Themen immer so spannend wie möglich zu machen, dass es der Laie versteht, aber auch der Experte ganz viel Wissen davon mitnehmen kann. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass es die Leute halt verstehen und auch eben die Nicht-Super-Experten das auch noch verstehen. Okay, sehr nice. Okay, das heißt, du hattest deinen ersten Kunden gehabt, der dich praktisch gezwungen hat, ihm eine Rechnung zu stellen. Wie war das dann danach, wenn du praktisch zu weiteren gegangen bist? Bist du dann direkt mit einer Art Preisliste hingegangen und hast gesagt, so, kostet für sich Produkt A, kostet X Euro, Produkt B, Y Euro? Oder wie war das dann? Genau. Zuerst habe ich dann solche verschiedenen Pakete angeboten, musste mir natürlich auch ein bisschen überlegen, was ich überhaupt richtig anbieten möchte. Und das Einzige, was Sinn gemacht hat, sind dann die Podcast-Folgen gewesen. Also Leute bezahlen in meinem Podcast, dass sie als Interviewgäste auftreten können, ihr Expertenwissen so weitergeben können. Da gab's da, oder im Moment habe ich jetzt 3 Angebote. Das ist 3, 5 oder 10 Podcast-Folgen, wo man so als Kooperationspartner auftreten kann. Und da ist natürlich eine langfristige Kooperation ist natürlich immer wünschenswert, auch von meiner Seite her, weil ich dann natürlich auch nach der Aufnahme, nach der Veröffentlichung auch dann die Leute weiterempfehlen kann, weil ich eben weiß, was für Experten wissen, was für Qualitäten sie anbieten. Ja, klar, das ist natürlich der Idealfall. Okay, war das denn schwierig, danach weitere Kunden zu bekommen oder bist du eher offene Türen eingerannt? Ja, also vor allem jetzt in der Zeit von Corona ist natürlich, hat es bei mir extrem geboomt. Vor Corona, es war lustig, da musste ich immer zu den Kunden hinfahren, da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich meine Interviews alle über online aufnehmen und haben sie gesagt, nee, das geht nicht und ich möchte dich sehen, 1:1. Und da hat sich innerhalb von ein paar Monaten hat sich das extrem gewandelt. Ja. So dass sie mir gesagt haben, nee, wir bleiben mal über Zoom oder was auch immer, nehmen wir die Podcast-Folgen sehr, sehr gerne auf. Und jetzt hat sich das so eingespielt und ich bin riesig happy. Dafür kann ich jetzt auch von der Dominikanischen Republik aus Aufnahmen erstellen. Ja, das... Das glaube ich ja gerade im aktuellen Winter ist das glaube ich gar nicht so schlecht in der Karibik zu sein, oder? Was habt ihr für Temperaturen jetzt aktuell? Ja, wir haben jetzt um die 28, 29 Grad Lufttemperatur, etwa 26 Grad Wassertemperatur, also es ist perfekt. Wir haben Wind hier, also für jeder, der kitet, sehr zu empfehlen, hier Cabarete. Wer Wellenreiten möchte, ist es auch möglich, einen Strand weiter unten. Von dem her ist perfekte Lebensbedingungen. Wir leben sehr, sehr gut und das Essen ist super. Die Restaurants haben offen, halt nur bis 10 Uhr abends, aber immerhin viel, viel besser als in der Schweiz gerade aktuell. Ja, und meine Temperaturen Ende März, 28 Grad Luft, 26 Wasser. Ich meine, gibt's Schlimmeres. Da können die Schweizer Bergseen nicht ganz mithalten. Die sind ja auch schön, aber nee, die können leider nicht mithalten. Ich bin eher der Wassermeer-Typ als der Bergtyp, ja. Ja, okay. Ja gut, so hat jeder halt so seine Sachen. Absolut. Die einen mögen halt mehr das Meer, die anderen die Berge oder halt schon aus beidem. Das ist natürlich, ja, bietet beides einfach geniale Freizeitmöglichkeiten, die man da hat.
Wie kamst du denn dann letztendlich auf die Idee, dass du in die Karibik gegangen bist? Weil ich meine, du bist ja auch nicht Single, sondern du hast ja eine Familie. Also. Genau, ich habe eine Freundin, das schon seit 14 Jahren. Sie kommt auch aus der Schweiz. Und während Corona, es war so, als es begann, gab ich da einen Kurs mit 20 Anwesenden und am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass einer dann Corona hatte. Das war im März 20 und da mussten wir uns einschließen etwa für 2-3 Wochen, weil wir nicht genau wussten, wie es weitergeht. Da war es noch ziemlich am Anfang. Und ja, irgendwie haben wir dann uns so eingeschlossen, dass wir nie rausgegangen sind. Zum einen war es natürlich auch gut, da ich sehr, sehr viel Zeit in das Business investieren konnte. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so, jetzt ist fertig. Wir brauchen wieder mal ein bisschen Abstand von allem. Und das war ja auch der Grund, warum ich mir dann ein Business aufbauen wollte, wo ich mein Expertenwissen mitnehmen kann und das aber von überall auf der Welt her tun kann. Und als Bauleiter ist es relativ schwierig, kannst du nicht die Baustelle hier in die Karibik nehmen. Von dem her musste ich mir etwas anderes suchen. Ja, ja. Und dann kam wirklich direkt die Idee, das einfach durch den Podcast komplett zu finanzieren, das Leben. Genau, ja. Ja, weil natürlich hatte ich mir schon, also ich habe mir schon etwas angespart. Ich bin ja immer jemand, der auch investiert in Aktien, Krypto, was auch immer. Und von dem her bin ich jetzt nicht auf Null und muss mir zu 100% jetzt alles so verdienen mit dem Podcast. Aber es ist so, wenn ich jetzt müsste, könnte ich davon leben, ja. Das wollte ich jetzt auch gerade fragen, ob er dich denn tragen würde, also wenn du keine anderen Einkommen hättest. Absolut, absolut, ja. Okay, das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Perfekt. Also das heißt, dein Hauptprodukt sind quasi die Interviewfolgen, wo du praktisch Interviewplätze verkaufst in deinem Podcast. Hast du noch andere Produkte oder andere Einkommensquellen durch den Podcast, die du noch mitnutzt? Noch nicht. Es ist so, ich bin mit meinem Business-Mentor, den ich ja auch interviewt habe, bin ich dran, neue Produkte zu lancieren. Und da wird es in die Richtung gehen von Werbung oder Ads. Irgendwas in die Richtung, aber es bleibt definitiv spannend. Wir probieren immer, unsere Produkte so anzupassen, dass es den maximal möglichen Mehrwert für den Kunden gibt. Klar, alles andere macht langfristig auch keinen Sinn, weil dann bleiben die Kunden halt einfach aus, wenn die da mehr drin sehen. Genau. Okay. Warum kam das Thema Domrep eigentlich hin? Ich meine, es gibt ja noch andere Länder. Ich meine, du hättest ja auch, keine Ahnung, Spanien, Italien, hat ja auch mehr, Kroatien. Genau. Ja, Spanien waren wir, Italien waren wir, Mexiko, Dubai. Wir waren schon an sehr, sehr vielen Orten und wollten einfach irgendwas erleben. Oder irgendwohin mal auswandern, früher mal, 2014, 2015. Aber es hatte nie irgendwie alles gepasst. Und dann, irgendwann sind wir dann nach Kabarette gekommen, hatten eine super Zeit, coole Leute kennengelernt. Und da haben wir uns gedacht, so, und das ist der Zeitpunkt. Sind wir zurückgegangen, zurück in die Schweiz, haben dann unsere Jobs gekündigt und 3 Monate später waren wir dann hier wieder in Cabrete am Kiten lernen. Sehr cool. Okay. Wie sind denn ungefähr so die Lebenshaltungskosten da unten? Falls jetzt jemand, der zuhört, sich denkt von wegen, Mensch, was der Marco macht, ist ja total geil, würde ich auch gerne, aber was kostet denn sonst was? Also kannst du da so grob so ein paar Zahlen mal geben, wenn man, keine Ahnung, 2 Zimmer, 3 Zimmer, ein Häuschen, was man da ungefähr im Monat für auf den Tisch legen muss. Genau. Es kommt natürlich immer darauf an, ob du von der Hauptstraße an der Strandseite wohnst oder von der Hauptstraße im hinteren Teil.
Das macht dann gerade mal ein paar tausend Dollar aus, sage ich jetzt mal. Also du kannst für total im Monat 800 Dollar sehr gut leben hier. Wir haben jetzt eine 3 Schlafzimmerwohnung direkt am Strand, die kostet jetzt pro Monat Long-Term 3.000 Dollar, weil ich habe mir gedacht oder habe mir auch gesagt, wenn ich schon im Ausland bin, dann möchte ich auch das Bestmögliche für mich haben, denn so ziehe ich auch mehr Geld an, mehr Erfolg und umgib mich auch mit den Leuten, welche schlussendlich auch gleich viel Geld haben oder noch mehr, wenn möglich, weil hier auch hier in der Dominikanischen gibt es ganz, ganz viele Millionäre, die in Badehosen rumlaufen und du siehst das den Leuten nicht an, aber wenn du mit ihnen sprichst, dann ist es unglaublich, was für Wissen diese Leute haben. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, dieses wo man wohnt und wo man sich umgibt. Wenn man halt eben in einem, ich sage jetzt mal, in einem armen Viertel irgendwo lebt, wo man dann halt für ein paar hundert Dollar im Monat leben kann, bist du halt auch von Armut umgeben. Aber wenn du halt eben eher in einem reichen Viertel oder halt in einer besseren Gegend bist, die halt auch teurer ist, bist du dann halt auch von Gleichgesinnteren umgeben. Und das ist einfach ein ganz andere Energie, die halt in diesen Bereichen ist, wo man dann auch selber, zumindest geht's mir dann auch so, wo ich viel motivierter bin, was am Business zu machen, als wenn man dann irgendwo in meiner Gegend ist, wo halt eben dieser Vibe nicht so nicht gut ist. Absolut. Wie viele Stunden am Tag bist du denn so arbeitsmäßig unterwegs momentan? Also bis wir jetzt hier hingekommen sind, knapp 7 Tage, 10 Stunden. Und jetzt in der Karibik haben wir ja eine Zeitverschiebung von 5 Stunden zur Schweiz. Jetzt sind es vielleicht 5 bis 6 Tage, etwa 6 Stunden. Also es hat drastisch abgenommen und da muss ich jetzt auch wieder schauen, dass es dann wieder stabil, dass ich dann auf meine 8 Stunden komme, weil es ist mein Herzensbusiness, das ich sehr vorantreiben möchte und wo ich auch sehr, sehr gerne viel Zeit investiere. Das ist auch ein cooler Punkt, das so zu sehen, dass es halt eben nicht, wie das für viele Menschen ist, so dieses von wegen, ja, ich muss es halt tun, damit Geld reinkommt und ich meinen Kühlschrank füllen kann, sondern wenn man halt sagt, so wie du jetzt gerade, von wegen, hey, da geht es gar nicht primär ums Geld. Ich meine, natürlich, wir wollen alle Geld verdienen, das ist logisch, aber ich mache genau das, weil es mir Spaß macht. Ansonsten würde ich was ganz anderes tun. Das finde ich auch nochmal eine sehr coole Message. Ja, es ist richtig cool, wenn ich natürlich das Wissen von den Leuten, anderen Leuten weitergeben kann. Wenn es einfach jemandem hilft, seine Bauqualität zu erhöhen, wenn man natürlich auch mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten kann, dann macht auch das Bauen wieder richtig Spaß. Und viele Leute haben auch den Spaß am Bauen verloren, weil es halt nur um den Preis ging. Und schlussendlich dann, wenn du mit den falschen Leuten zusammenarbeitest, dann kommt es definitiv nicht gut raus. Das glaube ich dir, ja. Kann man die falschen Leute denn an einem bestimmten Muster erkennen? Also wenn man jetzt direkt auf die Baubranche abzielt und wenn ich jetzt Offerten einhole, sagen wir mal, du hast einen Gipser, der seine Arbeiten anbietet, du hast 5 Angebote und eins von diesen Angeboten ist jetzt irgendwie 60% unter dem Preis von allen anderen 4, dann ist das schon mal das erste Merkmal natürlich. Das zweite Merkmal ist auch, wenn, also kompetente Unternehmer, die zeigen dir auch auf, wie du Kosten optimieren kannst, wo du vielleicht etwas vergessen hast in deiner Offerte oder in deiner Ausschreibung und machen dich eigentlich vor dem effektiven Preis oder vor dem effektiven Auftrag darauf aufmerksam. Andere Leute, die dann nicht, oder sagen wir, die
unter dem Preis sind, die müssen ja irgendwie wieder ihren Restpreis reinholen. Und da ist es wichtig für die Leute dann mit Nachtragsarbeiten und horrenden nachträglichen Preisen dann wieder irgendwie den Preis reinzuholen. Okay, also wenn ich das so anhöre, vieles davon ist eigentlich auch gesunder Menschenverstand. Also so von wegen dieses, wenn sich das zu gut anhört, dann sollte man zweimal hingucken. Also Gier schadet definitiv. Ja. Okay. Jetzt hört sich das ja bei dir wirklich nach einer ziemlich runden Sache an. Du hast dich, hast deinen ersten Podcast gemacht, hast relativ schnell gemerkt, nicht so mein Ding, hast einen anderen gemacht, der ist dann direkt eingeschlagen. Dann bist du mit Sack und Pack jetzt einfach mal für eine Zeit lang in die Karibik gegangen. Im Sommer planst du wahrscheinlich wieder zurück in die Schweiz zu gehen. Das hört sich alles super genial und perfekt an. Ist das wirklich immer alles so rund gelaufen oder gab es auch mal irgendwie so einen größeren Fehler, wo du gemacht hast, wo du meintest von wegen, ups, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen? Das gibt's natürlich immer, also rund gelaufen ist natürlich ganz vieles auch nicht. Also ich hab mal meine Lehre abgebrochen und habe dann als Hilfsarbeiter gearbeitet und ganz viel und lange Zeit auch im Dreck als Maurer gearbeitet, was mir auch sehr, sehr viel geholfen hat. Aber so einer meiner größten Fehler war auch, dass ich lasse mich relativ auch schnell von jemandem oder von einer Idee faszinieren. Und das war auch so bei einem Mentoren-Training, das ich dann gekauft habe. Und der Abschluss war dann direkt bei der Präsentation. Und das war schon ziemlich heftig und auch ziemlich teuer. Natürlich habe ich mir dann auch den ein oder anderen guten Punkt mitnehmen können, aber ich hätte da besser vergleichen sollen. Okay, also zu schnell dich closen lassen bei einer Sache. Ja. Also okay. Hat sich das unterm Strich denn wenigstens gelohnt? Jetzt kommt immer darauf an, wie man es sieht, aber auf jeden Fall, ich lasse mich jetzt nicht mehr so schnell closen, das auf jeden Fall zum einen. Und zum anderen natürlich auch, diese Person oder die Personen, die hatten auch sehr, sehr viel Wissen auch. Wir konnten auch sehr, sehr viel davon mitnehmen. Und auch wenn es nur etwas ist, das man daraus lernt, hat sich's gelohnt für den Rest seiner Lebenszeit. Ja. Okay, das ist richtig. Und das ist auch eine sehr coole Einstellung. Weil ich glaube auch, egal, sagen wir es mal, wie schlecht ein Mentor oder ein Coach oder sowas ist, ich glaube, irgendwas kann man immer für sich rausholen, was dann auch eine gewisse Wertigkeit hat, wo man viel von lernen kann. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, so will ich nicht sein, ich meine, ist ja auch dann schon eine Aussage. Genau, und dass man dann auch ein Jahresmentoring dann abbrechen kann, also das haben wir dann auch gemacht und sogar noch Geld zurückbekommen, also da ist dann das ist alles möglich, ja. Okay. Du hast jetzt das Thema Mentoren schon ein paar Mal angesprochen. Wie wichtig sind für dich Mentoren, die dich begleiten? Für mich sind Mentoren sehr wichtig. Ich hätte mir gewünscht, dass ich diese früher in mein Leben gelassen hätte. Oftmals sagt man, ja, das kann man alles selber lernen oder du musst alles selber lernen, aber es ist natürlich schon spannend, von Leuten zu lernen, wo schon da sind, wo du hin willst. Ja. Also, ja, man kauft im Endeffekt Zeit ein, also man spart Zeit dadurch und jede Menge Fehler und teilweise auch echt viel Geld, dass man halt eben nicht versenkt durch den Tipp eines Mentors. Absolut. Und Zeit ist ja das einzige Gut, das man ja nicht nachkaufen kann. Ja. Das ist richtig. Geld ist einfach eine Ressource, so blöd das jetzt anhört. Aber wenn man Geld verliert, Geld kann man wieder reinholen. Wenn ich eine Stunde oder eine Woche mit irgendwas verliere, dann war's das. Die kriege ich nicht wieder rein. Absolut. Okay. Marco, wie ist das, wenn es mal so Tage gibt, wo du mal keinen Bock hast, irgendwas zu machen? Wie schaffst du es, dich dann trotzdem aufzuraffen und zu motivieren, dass du eben trotzdem dran arbeitest? Oder lässt du dann auch mal alle fünf gerade sein und sagst, ach, scheiß drauf, Schatz, wo ist der Kite? Gib mir mein Board. Dann geht's mit beiden raus.
Ja, manchmal ist es auch wichtig, wieder mal die Arbeit liegen zu lassen und was anderes zu tun, damit man sich wieder auf die eigentliche Arbeit fokussieren kann. Aber oft, also es gibt Dinge, die ich sehr, sehr ungern tue, wenige, und die lasse ich dann einfach so lange ruhen, bis man es dann wirklich tun muss, und dann gibt es kein Wenn und Aber, dann wird es getan. Okay. Von welchen Dingen wie Buchhaltung und Steuererklärung sprichst du denn da? Genau, also da geht's genau, Buchhaltung, Steuererklärung, das sind die zwei Dinge, die ich absolut hasse. Und auch da ist es wieder wichtig, dass man sich Leute holt, die das gerne machen, mit Passion machen und dir so auch Geld wieder einsparen können. Also ich kann da jedem nur sagen, dann nutze deine Zeit weise und investiere sie in die Dinge, die dir Spaß machen. Auf jeden Fall. Wobei ich das ja nach wie vor immer noch nicht glaube, dass es wirklich Menschen gibt, denen Buchhaltung und Steuererklärung Spaß machen. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Gibt es. Ja, gut, dass es die gibt. Also dann helfen die Leuten wie uns, für die das die Höchststrafe wäre, das einfach ein bisschen besser zu machen. Und auch wenn sie es nur tun, weil sie damit viel Geld verdienen, wenn das auch ein Antreiber ist, dann ist es ja auch okay. Absolut, natürlich. Hauptsache, es wird vernünftig gemacht und halt auch im Sinne des Kunden, dass man halt auch da wieder schaut, okay, was kann ich als Bestes für den Kunden rausholen? Egal, ob das der Business-Mentor ist, der halt überlegt, was kann er als Bestes seinem Mentee mitgeben, oder halt auch bei Dienstleistern, dass die überlegen, okay, was kann ich hier meinem Kunden als Bestes mitgeben? Wunderbar. Marco, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten, okay? Mhm. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Mein gut bezahlter Angestelltenjob als Bauleiter. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ich soll mich auf die Dinge konzentrieren und fokussieren und nicht alles gleichzeitig wollen. Was ist deine größte unternehmerische Stärke? Dass ich ins Tun komme und etwas schnell umsetze, auch wenn es nicht perfekt ist. Was ist deine größte unternehmerische Schwäche? Ja, ich lasse mich sehr, sehr gerne und schnell von einer Idee oder von einem Projekt begeistern. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Wenn ich mich mit positiv denkenden Menschen umgeben kann. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du immer gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Das ist Gary Vaynerchuk und wahrscheinlich solches Thema wie wir in 5 Jahren über Social Media miteinander kommunizieren. Ah, so ein spannendes Thema, okay. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Absolut LinkedIn. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Das Buch ist die Biografie von Elon Musk und ich kann es unbedingt empfehlen, ja. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch 2 recht persönliche Fragen. Was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Ich möchte einmal das perfekte Haus bauen und das mit den kompetentesten Unternehmern, mit den nachhaltigsten Materialien und der höchsten Bauqualität. Okay, das ist doch mal ein genialer Anspruch. Da drücke ich dir jetzt schon mal die Daumen, dass das klappt. Weißt du schon, wo du das Haus bauen wollen würdest? Also mir hat es immer vorgeschwebt in der Schweiz, aber dort ist natürlich der Platz sehr, sehr begrenzt.
So ein Coworking Space hier in der Dominikanischen, das habe ich mir schon ein paar Mal vorgestellt und mal schauen, was die nächsten 5 Jahre mit sich bringen. Alles klar, ich drücke die Daumen. Zum Schluss uns Interviews, die letzte Frage. Welche 3 Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Ja, so als erstes, suche dir frühzeitig und für jede Lebenslage einen Trainer oder einen Mentor. Dann das nächste, Dinge, die du nicht tun willst oder die ein anderer besser kann, lass es von dieser Person machen und bezahl sie dafür. Ja. Und so der dritte, so lass dich einfach inspirieren von den Menschen, die da sind, wo du dann mal hin willst. Ja, ja, 3 sehr, sehr wichtige und weise Punkte. Cool. Marco, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Story ist wirklich sehr inspirierend. Auch so dieser leichte karibische Flair, der rüberkam, wo wir kurz über Titan und so gesprochen haben. Sehr, sehr schön. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich und deine Projekte erfahren können. Ja, so mein Tipp an alle wäre, baue dir etwas Nachhaltiges auf. Ich mach's zum Beispiel so, ich podcaste, ich nehme das Expertenwissen von den Leuten und lass diese Informationen auch niederschreiben, veröffentliche dies auf meiner auf meiner Webseite als Blogartikel dann auch. Wichtig ist einfach, produziere Mehrwert für die Menschen und mach so die Welt besser. Und du kannst sehr, sehr gerne weitere Informationen über mich erfahren auf www.marcofair.ch. Perfekt. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 678 oder den Namen Marco Fair mit EH oder eben Bauherren-Podcast in das Suchfeld ein. Du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Wenn dich das Thema Bauen interessiert, du vielleicht selber Bauherr bist oder irgendwann mal planst, dein eigenes Häuschen zu bauen, kann man, glaube ich, auch nicht früh genug damit anfangen, sich zu informieren, damit man eben nicht in irgendwelche Fallen reintritt. Und gerade, glaube ich, beim Bauen kann man ganz, ganz viel Geld versenken. Und dem kannst du einfach aus dem Weg gehen, wenn du dir vernünftige Informationen holst. Von daher einfach auf Marcos Website gehen, dir den Bauherren-Podcast Schweiz abonnieren und jetzt schon mal vieles, vieles lernen. Und da wir hier im Bereich Podcasting unterwegs sind, der Marco freut sich garantiert auch über eine coole 5-Sterne-Rezension auf iTunes, Spotify oder wo auch immer. Also wenn du den Podcast hörst und der dir gefällt, dann hinterlass beim Marco bitte auch eine Rezension. Marco, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen und deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, ich danke dir vielmals, dass ich dabei sein durfte und besten Dank nochmals, ja. Super, danke, dass du hier warst. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast-Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.